Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Ich kämpfe mich gerade zum Camp hoch. Ich möchte dort einen Kumpel abholen. Wir wollen eine Nacht zusammen angeln. Und es ist richtige Nebelsuppe. Ich muss mich auf meine Sitzkiste stellen, damit ich überhaupt was sehen kann. Denn das Bootszelt vorne ist so hoch auf Battlecat, da kann ich beim normalen Fahren überhaupt nicht drüber gucken. Ich bleibe jetzt ein bisschen in Ufernähe, dass ich das Ufer immer noch schemenhaft erkennen kann. Hier drüben, da erkennt er gar nichts mehr. Und ganz, ganz wichtig, das unterschätzen die meisten, holt euch, wenn ihr euch ein Echolot holt, eins mit Kartenglotter. Den könnt ihr auf jeden Fall gebrauchen. Nebel kann immer aufkommen oder eine schwierige Sicht für uns Angler, dass er auf jeden Fall immer sicher zurückkommt oder die Plätze findet, wo er hinwollt. Ist ja auch ganz praktisch, um sich Angelplätze zu markieren. Aber jetzt zum Zurückfahren ans Camp, um meinen Kumpel abzuholen, hätte ich ohne den Kartenglotter so gut wie keine Chance. Ja? Ist auch ein Aspekt von Sicherheit. Okay, ich kämpfe mich weiter hoch. Ich hoffe, dass sich der Nebel irgendwann noch lichten wird. Und dann gehen wir zusammen raus. Ihr kommt mit und wir zeigen euch mal, was wir vorhaben. Was wir genau vorhaben, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall Frühjahrsfischen jetzt auf Wels. Wir nehmen euch mit. Seid gespannt. Abfahrt. Ja, dank perfekter, sicherer Navigation sind wir gesund und gut angekommen. Jetzt lade ich einen Flo ein und dann geht's weiter. Erstmal werde ich noch einen heißen Kaffee trinken gehen. So, Flo, das ist alles, was du mitnimmst? Für die Nacht, ja. Das passt ja. Komm, gib mir Sachen rüber. Wir haben Platz auf dem Boot. Jäckchen wirst du brauchen. Wird frisch. Duschen. Ah, es gibt was zu essen, glaube ich, heute Abend. Bin ich mal gespannt, was die Bayern hier mitbringen zum Essen. Was hast du mit? Weißwürst. Weißwürst? Zu Weißwürst gehört ja eigentlich auch Weizenbier, oder? Eigentlich ja. Beim Angeln kein Alkohol. Abfahrt. Ja, wirklich unglaublich. Ne? Nach dem Nebel heute früh, jetzt so eine tolle sonnige Atmosphäre. Aber ich glaube, der Schein wird trügen. In ein paar Stunden werden wir wieder gut Suppe bekommen. Aber jetzt nutzen wir mal die Zeit, suchen uns ein schönes Plätzchen und schauen mal, ob wir einen Wels fangen. Yeah!
Absolut unglaublich. Wenn man nach der Nase fährt, also nach dem Gefühl oder was man kennt, dieses Ufer hier war früher 6-7 Meter tief. Ja, und jetzt guckt mal hier hoch. Haben wir zum Glück früh genug gesehen. Gucken, Sträucher aus dem Wasser raus. Komplett versandet. Also bei diesem Niedrigwasser, was wir aktuell in Italien haben, echt verrückt. Echt verrückt, wie sich dieser Fluss permanent verändert. Muss man wirklich aufpassen, können wirklich froh sein. Gut, wir haben es jetzt zeitig genug gemerkt, aber wenn man hier durchheizt ohne Plan und der Fluss einen steinigen Untergrund hätte, da würden sich die Motorenhersteller, die Motorindustrie freuen. Denn ihr würdet permanent eure Boote schrotten. So, fahren wir außen rum. So, wir haben, glaube ich, ein ganz interessantes Plätzchen gefunden. Wir haben uns ein bisschen was angeguckt, auch ein bisschen verfahren. Der Fluss hat ja wirklich so krasse niedrige Wasserstände und wir müssen jetzt die tiefen, langen Pulks finden. Also Zonen, tiefe, lange Zonen, wo die Fische abliegen und aus denen sie dann ins flache Wasser gehen zum Fressen. Und wenn es nur kurze Gebiete sind, weiß ich nicht, ob da dicke Fische drin liegen. Und wir wollen ja probieren, dicken zu fangen. Hier mitten im Fluss kommt eine Insel hoch und genau an der Insel steht die Boje, die die Fahrrinne markiert. Also wir haben jetzt hier 5 Meter Wassertiefe, Insel, nach unten ebbt so ein bisschen aus, aber wir sind genau in der Fahrrinne. Wir haben hier vorhin, wie wir hochgefahren sind, im flachen Wasser ein paar Weißfische umherschwirren sehen. Wir werden jetzt probieren, Battlecat genau hier an dieser Sandspitze zu parken, machen nach oben uns 2 Umlenker rein, nehmen wir euch mit, zeigen wir euch, was wir da genau tun und nach unten fischen wir U-Posen in die abfallende Kante. Ist doch ein Plan, oder? Auf geht's. Probieren wir aus. Da guckt der Jachthund. Und immer wenn der Jachthund guckt, fangen wir Fische. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, wir haben Battlecat perfekt und unauffällig am Ufer geparkt. Hier genau auf so einem kleinen Sandabriss drauf. 2 Anker genommen, einen nach oben, einen nach unten ans Ufer. Und jetzt werden wir probieren, hier oben diesen Abriss, wo diese Sandzunge rausgeht, zu beangeln. Und 2 oder 3 Ruten werden wir nach unten hier ins tiefe Wasser ziehen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Wir haben immer noch relativ kaltes Wasser. Drüben, der ganze Uferbereich ist lang, tief. Weißfische machen da im flachen Wasser hier oben rum. Schönes Einzugsgebiet. Probieren wir aus. Und wenn nicht, geht es morgen weiter. Genauso ist Angeln. So, und jetzt bereiten wir erstmal unsere Umlenkbojen vor. Die brauchen wir hier oben, um die U-Posen gegen die Strömung perfekt umzulenken. Auf geht's. Könnt ihr das erkennen, was da los ist? Im vielleicht 10, 15 cm tiefen Wasser, alles voll mit Futterfischen. Sind sie wieder ein bisschen tiefer gegangen. Also ich glaube schon, dass der Plan aufgehen könnte. Die Fische nutzen jetzt natürlich auch die Sonne, sind hier im ganz flachen, fressen irgendwelches Algenzeug hier vom Sand. Abends gehen sie zurück in den Fluss. Die Waller stehen vorne dran. Und der Flo probiert jetzt mal ein paar mit dem Kescher zu fangen. Ich gebe dir mal einen bisschen größeren, den größten, den ich mit habe. Viel Glück, mein Freund.
Ich würde erstmal außen lang laufen, gucken, wo sie sind, glaube ich. Ne? Weil sonst hauen sie ab. Finny, glaubst du, es klappt, dass der welche fängt? Hm? Mal wie er sich anschleicht. Ihr könnt ja mal jetzt hier in die Kommentarfunktion vom Video reinschreiben, ob ihr glaubt, dass dieser Plan aufgeht. Er geht jetzt nach außen, probiert diesen Schwarm ans Ufer zu drücken, um welche zu fangen. Oder ob es kompletter Blödsinn ist. Also ich glaube jetzt, so wie er es macht, weil er sich von unten nähert den Fischen, die hören den ja natürlich kommen, dass es Blödsinn ist. Aber Flo gibt alles. Siehst du welche? Wann greifst du an? So, der Flo fängt jetzt mal an mit dem Steinebinden. Dabei ein kleiner Tipp an euch. Wir haben eine neue, mega dicke, sich komplett auflösende, nicht umweltbelastende, 3,2 mm stark. Also ein absolutes Seil für die, die auf Nummer sicher gehen wollen. Oberhalb von unserem Boot, wo die tiefe Rinne nach oben läuft, geht sie in der Flussmitte richtig eine Kante hoch. Und dann nutzen wir hier diese Boje zum Umlenken unserer Hauptschnüre nach dem Ablegen der U-Posenmontagen. Das sind normale Plastikbojen, sind robust, oben sind Karabiner. Durch den läuft später unsere Hauptschnur schön durch. Das zeige ich euch beim Auslegen. Aber jetzt setzen wir die erstmal genau oben drauf auf die Kante. Muss flach werden. So, wir sind jetzt genau auf dem flachen Wasser, 1 Meter Wassertiefe. Ich setze die Bojen relativ weit nach oben, dass sie schön verschwinden. Schöne flache große Steine benutzen. Sand ein, circa einen Meter länger eure Schnur wählen, damit nicht zu viel Druck drauf ist. Die Sonne ist weg. Wir haben 17 Uhr. Zeit zum Auslegen. Wir fangen jetzt erst mit den Bojen an. Wir legen vor der Kante die U-Posenmontagen rein, gehen dann über die Kante drüber, klinken unsere Hauptschnur ein und gehen zum Boot zurück. Wenn da natürlich ein Biss kommt, müssen wir nachts an die Boje ranfahren. Feste Umlenker ist wichtig. Ich arbeite hier nicht mit Reißleinen gegen die Strömung, sonst würde euch alles zusammenfallen nach dem Biss. Der Fisch hätte keinen Druck mehr und es kann zum Ausschlitzen führen.
Da ist eine neue U-Posenform drauf und zu der erzähle ich euch dann noch später was. Der nächste Prototyp kommt auf euch zu. Ich fahre jetzt so lange an den Abriss ran, bis zu dem Punkt, wo die Kante anfängt langsam anzusteigen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr eine konstante Strömung habt. Oft ist hinter den Abrissen ein Kehrwasser. Da reinzulegen ist keine gute Idee, denn da wird sich eure Montage verwurschteln. Zu eurer Umlenkboje. Langsam annähern. Die Schnur einhängen. Langsam wieder entfernen von der Boje. Passt auf, dass ihr euch dabei nicht in die ablaufende Schnur fahrt. Umlenkboje nach oben sitzen. Jetzt gehen wir flussab. Hier habe ich zwei kleine Mikros montiert. Ganz knapper Auftrieb des Köders auf der langgezogenen Sandbank. Und wir haben uns auch Absenksteine vorbereitet, um unsere ablaufende Schnur, die dann hier auf weiten Entfernungen durch die Wassersäule läuft, auf dem Boden zu verstecken. Hier oben sind unsere Clips dran. Eine ganz coole Sache. Die könnt ihr ganz schnell in eure Hauptschnur dann einklinken beim Zurückfahren. Und die werden kurz vom Boot, was hier im Hintergrund steht, eingesetzt. So. Fluss abgesehen werden wir staffeln, 1,80, 2 Meter und dann weiter im Fluss rausgehen, so auf die 2,5-3 Meter Kante. Dann haben wir nach oben und nach unten alles perfekt zugemacht. Beim Zurückfahren haltet ihr eure Schnur jetzt schön hier in der Hand. Und kurz vom Boot wird dann der Absenkstein gesetzt. Könnt ihr euch schon einklinken.
rucki-zucki geht, dass man gut vorbereitet ist. Bremse schön unter Druck einstellen. Nicht zu straff kurbeln. Viele Welsangler machen den Fehler, die machen so viel Druck drauf, dass die Ruten so hier drin stehen, ja, und richtig gebogen sind. Da fängt dann eure Hauptschnur an, unter Wasser in der Strömung zu sinken. Erfahrene Fische merken das, also relativ leicht angespannt in der Strömung. Eine schöne harte Bremseinstellung, dass wenn ihr unter Druck zieht, dass noch Schnur runterkommt. Die Bremseinstellung braucht ihr auf jeden Fall, wenn ein dicker Fisch kommt, denn dann geht's abwärts. Daumen drücken. Ich grüße euch. Stockdunkel, kurz nach 18 Uhr. Aber die Zeit rennt jetzt noch im Frühjahr. Die Ruten sitzen alle. Wie immer, nach bestem Wissen und Gewissen. Flo wurschtelt schon drin rum. Der hat gesagt, heute gibt es eine bayerische Spezialität. Bin gespannt, was es gibt. Ja, und dann hoffen wir auf den ersten Biss hier. Ja. Mal gucken, ob die Fische jetzt hier mit den Sonnenstrahlen tagsüber an die Kante rankommen. Im flachen Wasser sind auf jeden Fall reichlich Köfis unterwegs gewesen. Apropos, ihr habt ja wahrscheinlich kommentiert, Flo hatte keine Chance mit seinem Kescher und der Warthose hier Eschen zu fangen. Die haben ihn gecheckt. Aber wir bleiben da dran. Ja, die meisten vermuten jetzt wahrscheinlich Pasta in Italien, aber Flo hat eine meiner Leibspeisen mitgebracht. Warte, ich muss, glaube ich, jetzt einen Brenner ausmachen. Er hat mir erklärt, wie es geht. Wasser muss kochen und dann müssen die durchziehen. Er muss aufpassen, der Griff ist wahrscheinlich heiß. Und da kommen sie schon rein, die Jungs. Ein paar gute Weißwürste vom heimischen Metzger aus Bayern. Normalerweise isst man die, glaube ich, morgens und trinkt einen Weizen dazu. Aber wir beim Ballerangeln, wir essen die jetzt abends und freuen uns mega drauf. So, guten Sitzen. Ruhig auf dem Bach draußen. Und wenn es knallt, seid ihr auf jeden Fall mit am Start. Wir machen es uns jetzt gemütlich hier auf dem Bötscher, essen ein paar heiße Weißwürst zur falschen Tageszeit und warten auf einen dicken Wels. Bis später.
schöner Bollermann. Ganz knapp am kleinen Einzelhaken. Petri Heil, mein Güster. Danke. Da sieht man Flo gar nicht mal hinten dran. Was hast du auf dem Kraftwerk? Ein Kraftwerk auf dem Kopf. Das ist doch mal ein fetter Wels. Wahnsinn. Wahnsinn. Passt kaum ins Boot. Eiskalte Nacht, guter Fisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Im Hintergrund seht ihr Battlecat liegen. Da ist noch ganz schön Alarm im Boot. Fini und Flo schnarchen um die Wette. Ich bin jetzt mal raus und will die Füße vertreten. Gucken, ob ich die Eschen da vorne noch mal im Flachwasser sehe. Aber es liegt ein kalter Wind jetzt auf dem Fluss. Also die Futterfische sind, glaube ich, wieder ins Tiefe runtergegangen. Eine Aktion kam. Wir sind ganz happy. Einer ist besser als keiner und es war ja auch kein schlechter Fisch. Ich werde jetzt erstmal lecker frühstücken. Das ist jetzt genau das Richtige am frühen Morgen nach dem deftigen Weißwurst-Frühstück gestern zum Abendessen. Ja. Viele Bayern sagen ja, oh, man darf auf keinen Fall Weißwürste nach 12 Uhr mittags noch zu sich nehmen. Aber bei mir gibt es die leider nicht so oft. Und das war gestern Abend genau das Richtige auf die Schnelle. So, wir werden jetzt alles zusammenraffen. Wenn die zwei Schnarchkanonen dann endlich mal aufwachen. Ja, und dann weiterziehen. Und wie es weitergeht, was uns in den nächsten Tagen erwartet, das seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute für euch. Dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.